Das wollte sich niemand entgehen lassen. Zahlreiche Besucher waren zur offiziellen Eröffnung des neuen Hessen-Campus gekommen. Der 32 Millionen Euro teure Komplex ist die wahrscheinlich modernste Schule in Nordhessen. 3 Jahre lang wurde hier gebaut, blickte Landrat Uwe Schmidt in seiner Rede zurück. Auch die beiden Schulleiter Hans-Joachim Meyer und Jutta Deggendorf sind stolz auf das gelungene Beispiel einer Schulsanierung. Die Eröffnungsfeier wurde von den Schülern aller Jahrgangsstufen durch verschiedene Gesangs- und kunstvolle Tanzeinlagen begleitet. Anschließend konnten sich die Besucher beim Tag der offenen Tür selbst ein Bild von den neuen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten machen. Zudem hatten die Schüler für das leibliche Wohl ihrer Gäste gesorgt. Zum Beispiel mit selbstgemachten Tortellini oder aber mit frisch gebackenem Kuchen. Die Technikklassen zeigten in den Werkstätten die Arbeit mit den hochmodernen Maschinen. Hier wird zum Beispiel gerade ein Flaschenöffner gefräst. Der Holzschnitt des Künstlers Albert Schindehütte wird bald das Foyer der Schule zieren.